Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's, wie läuft's? Mein Name ist Dagon, vielen Dank fürs Einschalten zu einem Let's Test CTU Counter Terrorism Unit. Und zwar starte ich hier mal mit der Mission Lagerhaus, Training wohl. Ja, dieses Spiel ist heute erschienen und kostet im Steam Store 12 Euro. Ich glaube, das ist so ein billiger Abklatsch. Ach so. Habe ich hier eine Shotgun oder was habe ich hier am Start? Kann der sich auch etwas schneller bewegen? Der bewegt sich aber verdammt langsam. Okay. Ja, also wie gesagt, gibt es im Steam Store für 11,99 € das Ganze. Und die Bewertungen für dieses Spiel sind, ja, dramatisch schlecht. Also dieses Spiel wird es, glaube ich, nicht leicht haben auf dem Markt. Wie gesagt, heute ganz frisch erschienen und scheint wirklich so eine, ja, so ein billiger Abklatsch halt von... Alter, die bewegen sich ja in Zeitlupe. Ja, so ein billiger Abklatsch von... Dings zu sein. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier so wirklich machen soll. Sie können ihr gesamtes Team oder nur eine Gruppe auswählen. Ah, okay. Alle. Ja. Wie kann ich denen dann jetzt Befehle geben? Was ist denn das für ein Spiel, bitteschön, ey? So, mit L können sie die Taschen... Ach so. Mich hat jetzt anscheinend irgendwas erschossen. Mission fehlgeschlagen. What the fuck? Also, ich habe mir das Spiel gekauft, weil ich mir mal quasi wirklich alleine diese Meinung bilden wollte. Wie das Spiel so wirklich ist. Und man kann es ja immer noch zurückgeben. Denn dafür hat man ja die Möglichkeit... Um Missionen erfolgreich abzuschließen, müssen sie die Kriminellen verhaften oder töten und die Zivilisten befreien. So, mit L-Taschenlampe, ja, sehr schön. Ist auch so dunkel, ne? Da ist auch eine Taschenlampe am Start, ja? Das ist deine Taschenlampe, aber nicht an der Knarre. Ich schon, warum ist das so? Ja, die Bewegungen sind ja mal ganz toll, ne, wie man sieht. Als, ach, keine Ahnung, ey, was soll denn das? Warum bringt man denn so ein Spiel auf den Markt? Mit Leertaste? Was? Mir folgen, ja. Mach mal. Genau, follow me. Wenn die auch noch so reden würden, wie sie laufen, follow me. Wäre ja wohl der Brüller, ey. Alter Falter. Ja, eben wurde ich ja hier von irgendwas erschossen. So, eine Granate, die fliegt auch in Zeitlupe. Also. Was zum Geier? So, Kamera verwenden. Schnell bewegen, aha. Schnell bewegen. Naja. Wirklich schnell bewegen tut er sich ja jetzt nicht mehr, ne? So. Ja, verwende mal die Kamera und guck mal, ob da was ist. Ja, multiple. Leise bewegen, auf Zutritt vorbereiten. Versuchen, Tür aufzuschließen. Ja, probier mal. Ja, du sollst ja auch versuchen, sie aufzumachen, wenn sie zu ist. Dietrich. Gut. Und ich, ja, dann mach auch. Okay. Bereich sichern. Oh mein Gott. Auf Zutritt vorbereiten. So, und wer macht jetzt hier die Tür auf? Öffnen, ausräuchern und sichern. Öffnen, blenden und sichern. Ja, machen wir. So. Erschießen mich nicht, ja? Das wäre nett.
Leise bewegen, nee. Ich würde den gerne mal hier fesseln, verhaften, sonstiges. Mein Gott, ey. Die bewegen sich ja in Zeitlupe. Das macht doch gar keinen Spaß. Also Leute, ich kann euch sagen, ich meine, ihr seht es ja selber, so toll ist das nicht. Gut, dass es grafisch jetzt nicht so der Brüller ist, kann man ja noch verkraften. Aber das, was ein Problem ist, ist halt eben, ja, das ganze Gameplay. Das ist doch voll für den Arsch. Verhaften, ja. Ah. So, den habe ich verhaftet. Und der ist tot. Und der bleibt auch tot. So, und der ist jetzt verhaftet. Wie geht's jetzt weiter? Ja, genau. Den können wir hier schieben. Spitzenmäßig. Ich würde mal gerne Turbo laufen. Es geht nicht. Der läuft immer nur so lahm. So, und wie funktioniert das jetzt hier? Meine Fresse. Taschenlampe erstmal wieder aus. Zweite Knarre. So, den haben wir jetzt auch tot gemacht. So, jetzt will ich mal das Magazin leer schießen. Bin mal gespannt, ob das Schlicken hinten bleibt. Nein. Oh mein Gott. Vergessen Sie nicht, am Ende einer Mission alle verhafteten, verletzten oder getöteten Missionen und Zivilisten zu melden. Tut mir echt leid, ne? Ah, so hätte ich dann eine Kamera benutzen können. Ich will euch das gar nicht länger antun, ne? Aber irgendwie will ich noch wissen, wie ich das jetzt hier zu Ende bringen kann. Da gibt es hier noch irgendwo Feinde. Oder schläft ihr ein beim Gehen, ne? Gut, Leute, ich glaube, das bringt einfach nichts. Ich würde sagen, ihr habt euch eine Meinung gebildet zu dem Spiel. Und ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn das Spiel jetzt mal voll verkackt hat. Und die Bewertungen auf Steam, die sprechen Bände. Die sind definitiv gerechtfertigt. Denn dieses Spiel taugt mal gar nichts. Also entweder die Updates, die da jetzt irgendwann mal kommen werden, wenn überhaupt welche kommen. Die werden das Spiel spielbar machen. Aber ich glaube, ich werde das Spiel zurückgeben. Und meinen Kollegen knall ich jetzt mal ab. So. Tut mir echt leid, ne? Aber du bist down, mein Freund. So. Habe ich jetzt auch seine Knarre am Start? Ne. Gut, Leute, das soll es dann gewesen sein mit dem komischen Spiel. Also, CTU auf Steam. Lasst die Finger davon. Es bringt nichts. Das Spiel ist doof. Und einfach nur nervig. So. Also. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne ein Abo hinterlassen für weitere Spieletests, die eventuell noch in Zukunft kommen. Ansonsten sage ich danke. Bis zum nächsten Video. Haust da rein. Bleibst du geil. Alles leer geschossen hier. Granaten habe ich. Doch, Granaten habe ich noch. Ach so. So sieht's aus, wenn man geblendet ist. Aha. Alles klar, Herr Kommissar.